Oh, was denn jetzt? Ja. Wow, was? Auch nicht schlecht. Ja, ne? Ja, einfach nur nachbauen und er verkackt. Ist das schlecht? Oh, come on, Alter, was ist denn da los? Oh! Feuerwerk! Oh! Yes. Okay, hallo und herzlich willkommen bei meinem ersten Let's Play meines Lebens. Ja, eigentlich war der Plan, das neue GTA zu spielen, dieses GTA-Trilogie. Aber leider möchte ich mein erstes Let's Play machen und das geht leider nicht, weil Rockstar irgendwie abkackt. Deswegen habe ich mich kurzerhand dazu entschieden, einfach mal Crazy Machine zu zocken, nach Jahren. Ich habe den ersten Teil damals gespielt und ich habe mir jetzt einfach mal gleich alle drei Teile runtergeladen. Und ja, klar ist Crazy Machine immer ein bisschen speziell, meistens ein bisschen, könnte auch relativ langweilig sein mit der Zeit, aber vielleicht zum Nebenbeischauen, zum Einschlafen, weil die Musik auch ein bisschen chillig ist. Oder ja, einfach zum Miträtseln, mitknobeln, ist zwar eigentlich noch ganz geil. Und außerdem ist es halt ein schwieriges Spiel, weil man kann sich halt auch hier sehr glatt anstellen und dann, ja, wird sehr peinlich, wenn man es nicht hinbekommt. Also, Crazy Machine ist schon, das kann, glaube ich, nicht jeder spielen und hochladen, weil sonst kommt dann teilweise doch die Wahrheit raus. Also komm, probieren wir es einfach. Ein paar Jahre ist her, ich mach mal was zum Trinken auf. Okay, da haben wir ja nichts mehr zu verlieren. Testen wir mal meinen IQ. Ihr könnt gerne mitraten. Könnt gerne in die Kommentare schreiben, wenn es was zu verbessern gibt. Die Kamera ist jetzt noch ein bisschen billig. Da kaufe ich mir mal eine neue, weil ich, wie gesagt, jetzt relativ kurzfristig gesagt habe, komm, ich mach das einfach mal. Also, starten wir einfach mal und dann geht's los. New Game. Also im Endeffekt geht es bei dem Spiel halt darum, ja, man kann halt immer hier raufdrücken. Also, alle Elemente müssen jetzt zum Beispiel in diese Kiste rein. Ich klicke drauf und man sieht, oh, das sind ja noch nicht alle Elemente, die da reinfallen. Guck mal, jetzt hat man hier so ein Brett. Ja, also die ersten Aufgaben sind doch recht einfach. Dann kann man es noch drehen, glaube ich. Das ging früher noch genau. Es ist das Einzige, was ein bisschen schade ist, ist, dass es hier nicht die deutsche Version ist, weil ich fand die, in der deutschen Version immer die Sprüche immer ganz cool. Na gut, und jetzt klickt man halt drauf und dann sieht man halt, oh, alles klar, geschafft. Und, oh, was ich jetzt noch sehe, was neu ist. Plan. Ah, da kann man, glaube ich, sehen, wie das Original geplant ist sogar von den Erbauern. Also in dem deutschen Teil, den ich mal hatte, da war das nicht. Kann ich mich nicht dran erinnern. Das ist, glaube ich, aber auch eine geupdatete Version hier. Also, das ist deren Version gewesen. Ja, okay, da kannst du nichts viel anders machen. Continue. Let's go! Also, klar ist, der Ball muss da unten rein. Okay, man klickt darauf, man sieht, okay, nichts passiert. Ja gut, man hat hier zwei Dominosteine. Knallen wir die da mal hin. Domino habe ich früher mal gern gebaut im Hort. Mit so Holzklötzen. Und geschafft. Ja, da kann sich viel falsch machen. Na gut, das ist noch einfach. Oh! Was denn jetzt? Hallo? Wie schlecht. Oh, komm schon! Aber die, ganz ehrlich, die Physik für das Spiel, das ist von 2008, glaube ich, ist eigentlich ganz okay. Also die Physik ist in Ordnung, die Grafik ist ein bisschen billig. Plan? Ja, ich habe gleich einen Plan gehabt, was sitzen da? Aber der im Ball ist bestimmt besser gerollt, beinahe ist er hier am Ende so... Der ist besser gerollt. Kann man da jetzt? Also die müssen alle runterfallen. Oh, ja, ist das schwer. Also was ist doch... Ja, wow. Was kann man damit wohl machen? Lass mich raten, dahin machen. Ja, also komm. Ja. Okay. Chillig. Okay, wie war deren Plan? Ja, okay, die haben es... Boah, wenn du es schaffst, dass die oben rauffällt, aber das nicht umkippt.
Das wäre hart, aber das geht, glaube ich, nicht. Gut. Let's go! Jo. Was hast du da? Ich glaube, der muss einfach in den Eimer rein. Fällt der Himmel im Endeffekt? Da musst du einfach nur gucken, wo der hinfällt. Und der fällt da auf die Kante hier hin. Also muss eigentlich nur der Magnet das Ding hier so ein bisschen ziehen, oder? I have known that before. Passiert da nichts? Hey, warum bewegt sich denn der nicht? Where is my helmet? Jetzt. Warum bleibt ihr denn stehen? Oh, was? Nicht dein Ernst. Was? Jetzt aber. Jetzt geschafft. Oh, deren Plan? Ah, mit dem ist ein bisschen weiter weggemacht, das Teil. Ja gut. Kannst auch nicht so viel falsch machen. Okay. Also, die beiden müssen im Endeffekt umgekickt werden und müssen da reinfallen. Was passiert hier? Es passiert gar nichts. Der Ball muss da... Okay, dann muss der bestimmt das anschubsen. Oh! Nicht so ganz geklappt. Und dann der Ball bestimmt, dann muss der bestimmt das hier rüberrollen. Ja, das ist schon ein bisschen... Ja, okay. Dann musst du bestimmt einer auf die Kante... Oh, der kippt. Der kippt und... Okay, dann muss sicherlich noch einer dahin. Jetzt habe ich leider nicht drauf geachtet, wo der Ball hinfällt. Der müsste irgendwie so. So. Aber cooles Spiel. Ich finde das Spiel noch interessant, wirklich. Das ist so ein bisschen billig, aber auch irgendwie so für Kinder und zum Knobeln und Überlegen und... Ich weiß es nicht. Ich meine, klar sitzt jetzt sicher zu Hause und sagen, oh Gott, ich gucke mir noch nicht Crazy Machines an, wie der Typ da zockt. Aber Leute, man überlegt doch selber mal ein bisschen. Das ist doch eigentlich noch ganz cool. Also, ich finde es doch ganz interessant. Wie haben die sich das gedacht? Na gut. Genau so. Gut. Kannst du falsch machen? So. Ich würde ja eh nur einen Wecker anmachen, dass ich jede halbe Stunde erstmal hier mal Pause drücke. So, let's go! Okay, was hast du da? Das Ding muss auf jeden Fall... Ah, wow, ich habe schon gesehen, du hast 3 Rohre zur Verfügung. Ja, was muss ich jetzt wohl mit den 3 Rohren machen? Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Er erzeugt Dampf und da kommt er noch... Aber es ist auch ein Sicherheitsventil installiert. Wie deren Plan war. Oh, die haben einen Plan gehabt wie ich. Muss man erstmal drauf kommen. Okay, die Wurst will bewegt werden. Ja, wow. Ein Fitting fehlt hier, 90 Grad Bogen. Dann brauche ich wieder ein bisschen Dampf hier im Kessel. Dampfmaschine wird angetrieben. Die Kugel fällt darauf. Gibt das Ventil frei. Der dreht sich. Okay, und dann... oder was? Nein, nicht direkt über die Flamme, wird schwarz. Hier ist gut. Und jetzt geht das, oder was? Auch nicht schlecht. Oh, wird braun, das Ding. Sehr geil. Ist das die Brotzler? Ja? Das ist eine Wurst. Ja, wie ist der im Plan? Oh, guck mal, die sind noch besser. Die haben nicht so dicht unter der Flamme. Ja, die nutzen mehr die Wärmehitze und nicht direkt die Flamme, weißt du, also... Dann wird die nicht ganz so schwarz. Ja, guck mal, die wird auch anders braun, sehe ich schon. Aber die haben auch eine andere Wurst. Weiter geht's. Also bis jetzt ist es noch recht einfach. Am meisten habe ich irgendwie Angst davor, um nachher Levels, die ich nicht checke vielleicht oder so. Und alle lachen mich dann aus. Ich sage ja, das Spiel ist nicht, damit kann man sich auch ganz schön, seine Karriere auch ganz schön zerstören, bevor überhaupt losgegangen ist. Was dann heißt, Mann, ist der Typ dumm. Kriegt ja nicht mal das Rohr hier zwischengesetzt. Zack. Das Ding soll sich bewegen, oder was? Da muss die Kiste darauf fallen, auf den Hebel.
Das heißt, ich brauche mindestens noch mal hier eine Dampfmaschine, also eine so eine Bewegungsenergie und dann noch ein zweites Rädchen und einer muss den antreiben, einer den und jetzt geht's los. Yeah. Zack. Das haben die sich gedacht. Genauso. Und wir haben die Nehmen wir auch das Rädchen genau an der gleichen Stelle hingetan. Hehe, jetzt. Even I have problems with it. Okay. Steam Hammer. Also erstmal brauchen wir Flamme, das ist schon mal klar. Dann müssen wir dahin. Naja gut, da kannst du ja nicht auch ausdenken. Kann man die nicht. Das ist jetzt aber auch nicht so schwer. Hey, aber der ist doch zu hoch, oder was? Nee, da passt noch 91 Grad Punkt rein. Ein schöner Fitting. Und einen schönen Fitting haben wir dazwischen hier. Da, guck. Was passiert jetzt? Oh, ja, na was. Ja, ja, komm. Zack. Dampfhämme. Bin aber erstaunt, wie schnell der Boiler da hochheizt hier mit dem bisschen Flamme. Super! Super! Nicht schlecht. Plan, ja. Ah, cool. Meine Rohre sind besser befestigt als deren Rohre. Mist, nee, deren Rohre sind besser. Ja, die haben ganz andere Rohrschellen. Die haben einen anderen Wandabstand benutzt. Okay, noch ist alles nicht so schwer. Also, was muss passieren? Die Flamme muss dahin. Das heißt, ich brauche. Der erzeugt Dampf. Das geht nicht. So, der erzeugt Dampf. So, brauche ich das Rohr überhaupt oder geht das Gummiband? Er geht doch so oder was? Brauche ich das Rohr doch gar nicht. Ha, die wollten, dass ich das Rohr runter mache und dann die Maschine setze. Ha! Ein Rohr eingespart hier. Was jetzt? Oh. Hä? Oh, jetzt blubbert er aber hier. Nur zur Hälfte. Reicht das oder reicht das nicht? Hä? Hä, wie ist das denn? Hä, jetzt brauche ich noch ein Rohr mehr, damit sich der mehr Dampf aufbaut im Kessel, oder was? Ich meine, hä? Das geht jetzt? Was hat sich da jetzt geändert? Einfach, du hast mehr Rohrvolumen, oder was? Just a moment. Where is the way to the next bump? Hä? Was? Ja, die wollten es genau so haben. Okay, gut. Ich dachte, ich wollte ein bisschen Material einsparen. Dann nicht. Even I have problems with it. Also, die Kiste muss da rein. Ups. Okay, der ist klar, der erzeugt schon mal Dampf. Dampf, Dampf, Dampf. Gut, dann brauche ich nochmal Ding hier. Rohre brauche ich. Ja, also eigentlich muss ich ja nur die noch antreiben. Da brauche ich noch Zahnrädchen. Okay, noch eins. Boah, wie viele Zahnräder brauche ich dann einfach nicht. Den Kessel muss ich verbinden. Also einer muss schon mal nach oben, sonst kann das gar nicht gehen. Kann ich das? Reichen hier zwei, vier Dinge? Oder lieber in die Richtung drehen? Dann lieber darüber, was? Der Weg ja kürzer. Oh, der ist fest. Ah! Nee. Geht gar nicht. Bauen wir erstmal hier beim richtigen Maschinen. Oh! So, jetzt wollen wir. Ach, der ist fest. Reicht das Gummi überhaupt von da nach da? Was ist das, da haben wir den Salat hier. Reicht das Gummi von da nach da? Also der geht schon mal. Jetzt die Frage. In welche Richtung geht der? Take cover! Oh, was jetzt? Achso. Oh, ich finde die Physik noch in Ordnung. Oh, falsche Richtung. Der geht in die falsche Richtung. Das heißt, das Gummiband muss weg. Dann muss ich den übersetzen.
Das heißt, der geht in die richtige Richtung und ich brauche auf dem noch einen Banner. So, dann geht der damit und der geht damit. Jo. Muss eigentlich gehen. Ja. Okay. Ich habe sogar noch ein Zahnrädchen eingespart. Das ist der Plan. Ah. Ja, gut. Ja. Ne? Oh, aber die haben alle Zahnräder verwendet. Hehe. Ich habe da noch eins eingespart. Haha. Ah, ich sage aber, mein Chef wird doch stolz auf mich. Also, weiter geht's. I have problems with it. Ich habe das Gefühl, dass irgendwann noch Sachen kommen, die ich nicht verstehe. Also, was hast du hier? Was passiert da? Oh, Licht wird erzeugt. Und da auch, oder was? Was haben wir hier? Ah, das war nicht genau das gleiche, oder was? Was? Sieht jetzt aber nicht so schwer aus. Was will denn los? Hä? Das soll einfach nur nachbauen, oder was? Gut, das ist jetzt aber nicht so schwer. Hä, das soll nur nachbauen. Das ist wiederum ein bisschen billig jetzt, die. Oh. Ja, einfach nur nachbauen. Er verkackt's. Ja, hab ich gerade nicht drauf geachtet. Also von mir aus Crazy Machines finde ich gut. Also mein Fazit ist korrekt. Klar gibt es heutzutage auch bestimmt Online-Games, da brauchst du gar nicht mehr das Spiel kaufen, aber mein Überleg mal, 2008 war doch der Hammer. Zack, ist doch geiles Spiel. You get going. Ja, komm. Ja, die haben das mehr akkurater hingebaut. Tja. Weiter geht's. Oh. Elektrik. Ich bin ja nicht so der Elektrik-Typ. Na komm, das kriegen wir noch hin. Ach, der muss auch noch Strom bekommen. Ja gut, der muss darauf und der kriegt Verteilung da. Ja, na nur, das kriege ich auch noch hin als Nicht-Elektriker. Yes. Ich hab's genau so gemacht. Ich bin stolz auf mich. The Clone. Klone, jetzt soll ich das nochmal klonen, oder was? Aber warum? Das ist doch keine Aufgabe, das so nachzubauen. Ach, das finde ich dann wiederum ein bisschen billig. Oh. Oder? Also, das ist jetzt wirklich so klonen, ja. Muss ich jetzt kein Profi für sein. Ja, komm, das ist noch ein bisschen billig. Für nur nachbauen. Ja, nanu, okay. Kann man machen. Zumal ich glaube, ich meine, da kommen ja noch schwerere Sachen. Achso, ich habe das Spiel schon mal durchgespielt vor vielen Jahren. Ne? Das ist das erste Mal mein Game, das Spiel spiele. Ich habe das einmal durchgezockt vor 10 Jahren oder so. Und das ist schon mal klar, selbsterklärend. Müssen wir die Musik noch ein bisschen leiser machen? Das ist okay, Professor kann ein bisschen sein Maul halten hier und die Musik ein bisschen runter. Oh, gibt's doch eine Mucke. Na, ich lass mal die laufen. Wir können es ja immer ein bisschen ändern noch. Aber so finde ich das noch recht entspannt. Jo, weiter geht's. Also der. Ist das ein Solarpanel oder was? Solarzellen. From Light. Oh, hier ist übelst Energieumwandlung. Richtig schlechter Wirkungsgrad. Ja, komm. Ist das schlecht? Ich hätte ja gleich den mit denen verbunden. Aha, hör mal, die werden noch ein bisschen für die Energieeffizienz werden sie noch ein
ein bisschen dichter angegangen. Naja. Ist schon spannend, ne? Also was muss jetzt hier passieren? Die beiden Lappen müssen laufen, oder was? Puh, warte mal, muss ich erstmal reinfuchsen. Also was jetzt? Ich kann ja... Ich hab nur zwei Stromkabel. Ich hab nur zwei Stromkabel, obwohl ich für die ja schon... Ich brauche ja drei. Warte, ich brauche eine Solarzelle. Hä, mir fehlen noch die Stromkabel. Was ist das eigentlich für eine Teile? What? You are giving up. Oh, das ist jetzt ein bisschen. Warte mal, der braucht Strom. Hä? Das ist ein bisschen steif jetzt. Warte mal, jetzt bin ich ein bisschen. Ich habe da nur zwei Kabel. Das ist das, der erzeugt Drehbewegung. Und die müssen sich drehen, die sind hier Kontakt, oder was? Oh, lass mich mal erstmal auf einen Strom. Und hier ist die Batterie. Das heißt, der braucht ja so oder so Strom. Strom kommt von da. So. Wie kriege ich jetzt den zweiten bewegt? Fehlt mir doch ein Kabel oder was? Hä? You will never succeed this way. Digi. You are already giving up. Oh, nicht dein Ernst, so doch nicht, oder was? Jetzt wird der wieder erhellt und der geht. Hä? Oh, come on, Alter, was ist denn da los? Uff. Da haben die ihn aber, das ist ja. Okay, muss man. Jetzt geht's ja aber los. Jetzt, glaube ich, habe ich die Marke geknackt. Jetzt wird's schwierig. Let's go! Oh, C4. Jetzt wird's spannend. Oh! Oh, wie schwer. Komm, jetzt machen wir richtig Elektriker. Richtig schön in die Mitte. Den machen wir mittig und den schön nach oben. Na, dann kann ja nichts mehr schief gehen. Dann lass uns die Show beginnen. Ich glaube, so oft klar, wäre stolz auf mich. Ah, die haben es blöd gemacht. Guck mal, die haben es hier richtig verlegt, da oben rein. Deswegen ist es mittig gemacht. Naja. Ist mal überfordert, ne? Wir klicken mal rauf. Nichts passiert. Okay, was haben wir denn da wieder alles Schönes? Also die Schalter. Ah, okay. Also die, glaube ich. Guck mal, die haben jetzt eine offene Brücke. Muss auch erstmal alles kennenlernen, was das alles ist. Und ich glaube, der muss Kontakt. Also, ja gut, der muss der Ball darauf fallen bestimmt, oder? Ja, okay, da hast du schon mal zwei Bälle, die darauf fallen müssen. Das ist klar. Und dann. Brauche ich sicherlich. Boah, was, wieso habe ich hier so viel Verteilung? Sechs Kabel. Also ich muss von.
Muss ich den über gleich darum springen oder was? Dann muss ich was? Der muss Strom bekommen? Boah, ist ein bisschen kompliziert schon wieder aus für einen Nicht-Elektriker. Naja, gut, dann geht ja bestimmt der Saft auf den Saft, der Saft geht auf den Saft, der Saft geht auf den Saft und der Saft geht auf den Saft, oder was? Da habe ich ja noch übelst viel übrig, das kann ja nicht richtig sein. Oh! Hä? Was haben die denn da noch gebaut? Hä, guck mal, wie sie auch einen wie die einen verarschen. Man denkt, man hat noch Kabel und braucht das alles noch. Da muss man auch mal dran denken. Die tun dich auch in die Irre führen. Da brauchst du gar nicht alles. Oh, Leute. Also, was muss ich jetzt machen? Tod. Der soll sich bewegen, oder was? Und die sollen auch angehen. Ach du grüne Neune. Wie bewegt der sich denn? Ach, der hat den Elektromotor. Und der Ball muss auf den Schalter rauffallen, oder was? Okay, nee, das geht. Das heißt, erstmal müssen wir machen, dass der Ball auf den Schalter fällt. Das war das Erste. Jetzt bringt das alles nichts. Und dann kann ich die Verkabelung machen und den Riemenantrieb. Ah! Ach komm, mach ich schon mal den Riemenantrieb. Das andere können wir noch da machen. Also was? Das Ding braucht Saft und der geht darauf. Und der geht dann darauf. Und der geht dann darauf, weil der kriegt Strom und der kriegt von dem Strom. Und der wird so angetrieben und der geht auf dem und der auf dem. Und dann machen wir noch, falls das noch geht. Hey, so geht das Brett nicht bewegen. Will ich nicht verarschen! Mal fertig, das Ding hier. Mist, verdammt noch eins. Na, was jetzt? Trommelwirbel! Oh, jetzt! Ja! Komm, jetzt! Na, was habt ihr hier wieder vom Plan gehabt? Einfach die Bretter. Guck mal, wie sie die einfach mehr Bretter zur Verfügung stellen. Einfach. Naja, können sie ja, ne? Ist ja deren gutes Recht. Als Erbauer dieses Spiels. Okay, C4. Oh, das wird wieder spannend. Was passiert? Attention, ladies and gentlemen. Oh! A genius is doing his work. Oh, was habe ich denn da zur Verfügung? Also was jetzt passt, die soll da rein. Die soll da rein. Ich meine, gerollt ist hier schon mal. Das heißt, ich muss ja wieder... Reicht dann die... Ich probier mal was. Reicht das denn aus? Ey, was haben die denn da noch gebaut? Ey, guck mal, die haben alles verbaut. Ja, aber es bringt doch einen Unterschied. Was haben die eigentlich für Was haben die eigentlich für Langeweile? Also erstmal haben die das anders gemacht mit den Magneten, ist auch okay. Aber warum bauen die das hier noch hoch? Das hat gar keine Relevanz für das Spiel. Einfach nochmal den Motor da oben. Einfach okay. Boah, hab ich ja richtig... Also eins müssen wir uns merken für die nächsten Levels, falls es noch schwieriger wird. Du darfst dich nicht verwirren lassen von diesen ganzen Sachen. Das ist ja... Das ist ja hier eingefährlich. Oh, ein Feuer. Feuer und Zündschnur. Yeah. Doch so schwer? Komm. Dein Ernst? Ich dachte, er will mich fordern hier.
bekommen. Weil das ist ein bisschen goldblumig. Also irgendwie stimmt hier die Schwierigkeitsgrad nicht. Also ich habe hier Levels, wo ich gerade schon dachte, oh, heftig. Und dann kommt sowas. Das kannst du an. Das hätte eigentlich die erste Mission sein können. Oh, die haben aber noch einen schön abgewinkelt da oben, guck mal. Naja, egal. Ach so, das Ziel soll auf jeden Fall sein, hier nicht zu cheaten oder so, ne? Es gibt auch so Let's Plays und so bei YouTube. Also man könnte nachgucken, wenn man nicht weiterkommt, aber das hebe ich mir nur für den äußersten Notfall vor. Aber ich finde es auch schade, dass es nicht die Funktion gibt, dass man Hilfe kriegt oder so. Dass man irgendwie, weißt du, wie so okay drückt und dann hat man zum Beispiel ein Element, was immer nach und nach dahingesetzt und wo es hin muss. Dass man sagt, okay, ich probiere mal hier zwei Tipps und dann mache ich weiter. Aber wenn du nicht weiterkommst und nicht bei Google, YouTube guckst, dann kommst du ja nicht weiter irgendwann. Oh, jawohl, was willst du denn damit machen, wenn du nur eine Flamme zur Verfügung hast? Was ändern hier? Geht das? You are already giving up. Das geht auch. Ah, den fällt nicht alles um. Komm, mach mal wieder so. Bäm! Die Flamme soll aus, oder was? Vorhin soll das noch blubbern, jetzt soll es nicht mehr blubbern. Passiert nicht viel. Ja, da ist ja auch schon mal klar. Ich muss ja da oben. Die muss da oben gegen. Oder fällt da die Kugel rauf? So oder was? So? Ja, und dann fällt das dann auf und pustet das aus, oder was? Jawoll! Ich bin mal nachher gespannt, ob es auch andere Lösungswege gibt. Also bis jetzt habe ich ja schon ein, zwei, aber wo man sagt, oh, man hat es ganz anders gelöst. Weil ich weiß, das Spiel wird auf jeden Fall noch gut schwierig. Oh, Feuerwerk ist schon mal richtig gut. Oh! Guck, wie steif das Level auch anfängt, ne? Ich meine, da ist einfach mal eine Rakete und das und das. Also wie man denkt so, okay, was? Jetzt muss die Rakete fliegen, oder was? Schießt den Ball, der muss darauf. Oh, also der muss das Ding anmachen. Und dann der Ball knallt dagegen und dann muss ein Brett dahin. So dann oder was? So dann. Heute geht's zum Wodan, so dann. So dann zum Wodan. Geht das? Feuerwerk! Warum hat man die Explosion nicht gesehen? Oh, die war aber laut. Das war doch keine normale Rakete, verdammt. So, hier ist ein alter Polenkracher. Hier ist noch tschechische Ware, die da hochfliegt. Geil. TNT-Skills. Also die muss da rein. Es muss einfach nur vorher das explodieren dann, oder was? Hey, ist doch auch voll einfach, oder? Täusche ich mich da gerade. Komm, wir machen mal was Cooles. Wir probieren mal was Geiles. Wir noch ein bisschen Action im Spiel sind. So. Wäre aber zu einfach. So. Oh, 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 oh. Yes. Super. Super. Apropos super. Falls einer von euch mal The Blacklist geguckt hat. Ja, ich weiß gar nicht mehr, das war die zweite Staffel, glaube ich. Also ist jetzt, glaube ich, kein Spoiler. Bei der zweiten Staffel, da gibt es ein paar Folgen, wo... Na gut, okay, also wenn du natürlich die Serie angefangen hast, wäre es jetzt schon ein kleiner Spoiler. Also ist jetzt ein Spoiler an die zweite... Na, ich sag's lieber nicht, komm, lass mir das lieber. Aber da ist eine Stelle, da, wenn ihr da auf Originalsprache geht, da redet dann der Tom, der redet dann auf Deutsch, obwohl er Amerikaner ist. Da redet Tom auf Deutsch. Wir müssen die anderen vernichten. Müsst ihr mal schauen. Da gibt es ein, zwei Folgen, wo er mit so Deutschen zu tun hat.
Und da redet er dann, wenn du auf Originalsprache stellst, auf in Deutsch. Obwohl er kein Deutsch kann. Das hört sich da ganz lustig an. Nur mal so viel dazu. Jo, weiter geht's. Also, ich mache jetzt mal kurz Pause. Halbe Stunde ist um. Speichere ich mal kurz die Aufnahme. Und dann geht's gleich weiter. Yes, yes, yo. Das war dann der erste Teil von Crazy Machines. Mann, war das crazy. Nee, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, ein bisschen mitgeraten, ein bisschen geschaut, was ihr selber so für Lösungsansätze habt. Ist ja doch eigentlich immer noch recht lustig. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaut mal nächste Woche noch mal rein, gibt's den nächsten Teil. Gucken wir, ob wir noch ein paar Teile zusammenkriegen. Und es wird auch noch Aufgaben geben und Level. Jo, die lassen mich meine Haare ausfallen auf jeden Fall. Also bis dahin, weiterhin viel Spaß, habt eine schöne Woche, zieht durch und haut rein. Tschüss.